Der deutsche Pornoproduzent Hans Moser ist mit seiner jungen Frau Sarah Young angereist. Sie ist schon lange der Star in seinen Filmen. Ich war vorher Männermodell und ich habe mit 15 Jahren angefangen. Mit 15 Jahren? Ja. So 10 Jahre jetzt. Mit 15. In England darf man das ab 16 Jahren. Das ist in ganz wenigen Ländern in Europa, aber ich habe meine Unterschrift von meiner Mutter gehabt und damals musste man nicht die Alte nachweisen. Und die Fotografen wussten, wie alt ich war, aber keiner hat das mal geprüft. Ich habe alle Verträge unterzeichnet für meinen 16. Geburtstag und so ging das. War das damals deine eigene Entscheidung oder hat dich jemand entdeckt? Nein, da hat mich jemand entdeckt und ich wollte das eigentlich nicht. Das war nur so, ich habe wirklich so ein Scheu vor Kamera. Auch heutzutage, wenn ich im Privat bin, mag ich die nicht. Du wirst gut bezahlt und du bist immer in guter Gesellschaft, aber man versucht halt ein bisschen weniger zu machen und dann kommt dann wieder ein Auftrag und wieder ein Auftrag und dann hat man wenig Zeit, darüber nachzudenken. Manchmal hast du da ganz komische Stellungen oder bist irgendwie auf dem Tisch und die Knie tun weh oder das tut weh oder du kannst es nicht immer genießen, aber wir haben das schon aufgegeben, mir solche schwierige Positionen zu geben, weil man merkt das, wenn ich es nicht merke, dann sieht man das so. Wenn es Nacht wird in Cannes, geht es ab auf die Piste. Viele der Pornostars kommen sich nicht nur beruflich näher, sondern... Aber es gibt natürlich als... Doch, es gibt gibt's schon. Haufenweise. Es gibt schon, weil wir sind von Natur aus so und das kann man nicht verdrängen. Das macht man nicht einfach vor dem Kampf. Es gibt halt Darsteller, die mögen sich und dann geht das dann privat ohne Ende.